Hallo Leute, willkommen zurück. Diesmal im Level gleich. Da ich mir dann einfach die Zeit spare, bis hier hinzugehen. Das ist immerhin die letzte Münze hier. Und wir sind im Level... welchem Level sind wir gerade? Ha! Welt 3-4. Und es fehlt noch unsere letzte Sternmünze. Und die... ups, bekommen wir hier oben. Ganz knapp nach der, ja, nach der Mittelpunktfahne. So. Dass man die Sternmünze da nicht sieht, naja, gut. Kann man immer mal wieder was übersehen. Kein Problem. So, dann ab ins Ziel. So schnell wie möglich. Uah, nein, Yoshi, bleib bei mir. Mein süßes Reittier. Und ich habe bei den... Eisbrüder-Leveln, glaube ich, 3 oder 4 Leben verloren. Das ist absolut nicht schaffbar als kleiner Mario in der dritten Form. Keine Ahnung. Da braucht man blitzartige Reflexe, die ich anscheinend nicht habe. So, Welt 3-4. Alle Sternmünzen. Dann fehlt nur noch Welt 3-5. Juhu! Mein Lieblingslevel. Oh, ich freue mich so, wenn ich in der Wasserwelt bin. So unglaublich. Yay! Riesiger rosa Klotz. Und wieder sind wir auf dir. Man kann hier lustige Sachen anstellen mit dem Feuerbällen, wenn man es richtig macht. Ah, schade. Hilfe! Gut. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Ich sollte vielleicht weniger rumspielen und mehr das Level beenden. Ja, ich denke auch. Yay, ich freue mich auf das Wasserlevel oder auf die Wasserwelt. Eine ganze Welt voller Wasser und Mario kann schwimmen wie ein Weltmeister. Und es gibt keine blöde Uhr, die mir sagt, oh, in 3 Minuten bist du tot, weil du kannst 3 Minuten die Luft anhalten wie in Sonic. Ah, Sonic. Ertrinken in Sonic, ich hatte es gestern. Oh, super. Ganz tolles Gefühl. Horrorgefühl. Ja, ja. Und weiter geht's. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Auch hier eine sehr unkonventionelle Art, wie man eine Sternmünze kriegt. Ich muss sagen, als ich es dann rausgefunden habe, fand ich es sehr, ja, cool gemacht. Aber davor, ja. Sehr trickreich. Und ja, ich habe es versucht. Ich bin mit dem Propelleranzug darüber gesprungen und habe mich umgebracht. Das geht auch. Feuer. Okay, gut. Hälfte und ab nach oben. Ach gut, wir können ja auch den Special-Ausgang benutzen. Ach, komm, das reicht. Das muss reichen. So. Und dann sind wir auch gleich draußen. So. Weiter, weiter, weiter. Ah, deswegen ist es schön schnell. Brauche ich nicht so lange warten. Holen wir uns die letzte Sternmünze in dieser Welt. Oh, ich werde so viel Spaß haben mit den späteren Welten und den Sternmünzen. Ah. Ah. Ich denke mal, ab der nächsten Welt, also Welt 4, dürfte es schon vom Schwierigkeitsgrad etwas ansteigen. Und mit etwas meine ich gewaltig. Mal schauen, ob sie da noch Gnade walten lassen oder eben nicht. So, was macht man hier? Ja, natürlich das hier. Abspringen. Nach oben springen, Münze einsammeln, wieder runtergehen und ab in die Röhre. Einfach, oder? Vor allem, wenn man hier stundenlang überlegt, was denn Sache sein soll. Und ja, man kriegt die Münze mit dem Propeller-Suit und stirbt. Zumindest, wenn man nicht an der richtigen Stelle aufkommt. Ich weiß gar nicht, ob man dann vielleicht auch einfach runterfällt und dann überlebt. Naja, bei mir hat es nicht funktioniert. So, alle Sternmünzen in der Welt 3. Auf zur Welt Nummer 4.